Auto Püringer in Peuerbach. Ihr Spezialist für neu, gebraucht und Sportwagen. Viele Marken, faire Preise. Sie sollten uns besuchen. auto-püringer.at. 7 Bezirke, 88 Gemeinden. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck auch als E-Paper auf regional-magazin.at. Es ist wieder soweit. Heiße Eisen, die Parade der Lambacher Pferdewirte. Sonntag, 7. April 2019 ab 14 Uhr im Pferdezentrum Stadl-Paurer. Karten und Infos unter pferdewirt.at. Das Heimspiel Open Air des SV Entholzer Pichl, Samstag, 6. Juli 2019. Die große Abschiedstour der ERV mit allen großen Hits. Als Vorband Nachtstrom, als Supportband King and Potter. Karten und Infos für das Heimspiel Open Air 2019 unter sv-pichl.at. Es ist ein Heimspiel der reinsten Art und Weise. Das Konzert von Ina Regen in der Mangelburg Christkirchen am 29. März 2019. Denn in der Bezirkshauptstadt erblickte Ina Regen als Regina Malinger am 29. September 1984 das Licht der Welt. Aufgewachsen ist die Sängerin und Songwriterin in der nur 4 Kilometer entfernten Kurgemeinde Galsbach, in der das weltbekannte Gesundheitszentrum Zeileis Gäste seit vielen Jahrzehnten aus nah und sehr fern empfängt. Auf dem Weg zur Künstlerin von Weltruf ist auch Ina Regen, dass ihre Wurzeln, auch wenn sie seit Jahren in Wien lebt, in Galsbach liegen, das sieht man bei diesem Heimspiel in der Mangelburg. Viele Besucher kommen aus fern, sehr, sehr viele, aber aus nah. Meiner Frau und mir recht gut. Wir haben sie in Linz am Kronenfest gesehen. Und natürlich, wenn es ein Konzert da gibt und wenn es eine neue CD rausgebracht hat, muss man sie natürlich live anschauen, ist klar. Ja, fein eigentlich schon. Erstens gefällt es mir, dass einmal aus der Region eine Künstlerin, eine junge Künstlerin einmal so bekannt wird und so durchgeschlagen hat. Und wenn man die Chance hat, dass sie so gegen Christkirchen dritte live aus, dann ist das für uns eigentlich eine Pflicht, ein Pflichtbesuch. Diese junge österreichische Sängerin, Austropop, gefällt mir sehr gut. Sie ist eine natürliche, hübsche, junge Dame, die sicher einen großen Erfolg hat in den nächsten Jahren. Also ich bin beeindruckt von ihr und ich habe mich gefreut, dass die Ina Regen heute bei uns in der Mangelburg gespielt hat, mit vollem Haus und gute Stimmung. Ja, es war perfekt. Ja, ich bin total stolz, dass wir direkt in der Nachbarschaft so eine berühmte Künstlerin haben und ja, bin wirklich begeistert. Unter den Ina Regen-Fans natürlich auch der oberste Galsbacher mit seiner Familie. Galsbach ist ein schöner Ort und Ina Regen ist natürlich unser Highlight. Gell? Ich meine, so einen Superstar in unsere Reihen zu haben, also das ist, und aus Galsbach zu haben, das ist natürlich eine Riesenfreude. Und dass das natürlich das Heimspiel so neu bei unserer Heimatgemeinde ist, da muss man unbedingt hinfahren und das ist natürlich eine große Freude. Was
Dadurch, dass das ein kleiner Ort ist, haben wir eigentlich sehr namenswerte Künstler, zum Beispiel Burgstaller Erwin. Und ja, es ist schön, in so einem Ort zu wohnen. Bei fast jedem Konzert ihrer Regina mit dabei, die Eltern der Hausruckviertlerin, die vom Berufswunsch ihrer Tochter, der da hieß Sängerin, Musikerin, zu Beginn nicht wirklich begeistert waren. Naja, es ist jetzt nicht so, dass so eine Künstlerkarriere unbedingt immer mit Erfolg gekrönt wird. Und natürlich haben sie meine Eltern viel Sorgen gemacht, was ich verstehe. Aber andererseits haben sie mich zu so einem Dickschädel erzogen, dass irgendwie eh klar war, dass ich das durchziehe. Also insofern, ja, sind sie jetzt Teil dieser Reise und das ist sehr schön. Ich lach und ich wein und ich schlaf und ich steh wieder auf. Ich tue, was ich kann, ich vertrau mir und dann komm ich wieder drauf. Der große Durchbruch gelang der Galsbacherin mit ihrem Lied Wie ein Kind, das 2018 sogar die Nominierung zum Song des Jahres bei den Amadeus Awards schaffte. So wie übrigens heuer ihr Debütalbum Klee. Wie ein Kind. Man höre und staune, hörte man übrigens erstmals auf der griechischen Trauminsel Zakynthos live. Genau, also die Geschichte war, dass ich beruflich eigentlich, wenn man so möchte, sehr erfolgreich war in dem, was ich gemacht habe. Ich habe als Background-Sängerin in Österreich sämtliche Jobs gemacht, die man so machen kann. Und habe mir dann gedacht, ja, aber wenn ich jetzt trotzdem nicht glücklich bin, dann muss ich mir überlegen, wie ich glücklicher sein kann mit meinem Beruf. Und habe dann festgestellt, dass es wohl die Kunst ist, die mir sehr fehlt oder mein eigener Ausdruck. Und dann ist Gott sei Dank der Dialekt zu mir gekommen. Und die Uraufführung war dann tatsächlich in Zakynthos, weil ich mir gedacht habe, da habe ich nichts zum Verlieren. Dort habe ich unterrichtet und dort hat mich keiner kennt. Und das war ganz, ganz angenehm, um diesen großen Schritt zu gehen. Dass die junge, fesche und auch sehr sympathische Frau aus der Vitalwelt Hausruck-Gemeinde Galsbach weiß, was sie will, das zeigt ihr beruflicher Werdegang. Nach ihrer Matura studierte sie Jazz und Populargesang an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Das Studium schloss sie fast logischerweise mit Auszeichnung ab. Dem nicht genug, begann sie 2003 ein Studium der Sozialwirtschaft an der Uni Linz. Musikalisch arbeitete Regina als Musicaldarstellerin. Als Background-Sängerin sang sie unter anderem mit und für Marianne Ment, Norbert Schneider, Volkshilfe, Lülith, The Makemakes oder auch im Dancing Stars Orchester. 2012 dann ein Meilenstein in ihrer Karriere. Vor dem Eurovision Song Contest lernte sie Conchita Wurst kennen, für die sie den Background-Gesang übernahm. Seither läuft es für Ina Regen wie geschmiert. So oder ganz besonders natürlich bei ihrem Heimspiel in der Maliburg Christkirchen. Dieses Konzert war schon nach wenigen Tagen restlos ausverkauft. Der Veranstaltungssaal in der Bezirkshauptstadt etabliert sich übrigens gerade zu einer echten Kulturstätte. Ja, wir haben jetzt momentan sehr viel Programm bei uns in der Mangelburg, dass das wieder alles ein bisschen belebt wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel am Mittwoch den Gernot Kulis, den Kohlboy, da. Und der ist auch schon sehr gut gebucht und ich freue mich schon wieder auf die nächste Veranstaltung. Auf der Bühne der Mangelburg gibt dann in der Regel 90 Minuten lang ihr Bestes. Lieder aus ihrem Debütalbum Klee begeistern die Besucher im übervollen Veranstaltungssaal. Die Balladen der Galsbacherin, bei der man auch immer wieder ihr Jazzstudium heraushört, gehen unter die Haut der Musikfreunde. Begleitet wird Ina Regen von ihrer Band, bei der man den Eindruck gewinnt, dass da nicht nur Musiker auf der Bühne stehen, sondern echte Freunde und musikalisch Gleichgesinnte. Zu diesen Freunden gehört auch das kleine, aber sehr feine Team hinter den Kulissen. Management, Ton- und Lichttechnik, alles ein sehr gut funktionierendes Räderwerk. Dass es dann nach den 1,5 Stunden Hörgenuss in der Mangelburg Standing Ovations und nicht enden wollenden Applaus gibt, das ist selbstredend. Nach dem Konzert gibt's dann für die Fans ein ganz besonderes Zuckerl. Ina Regen gibt eine Stunde lang Autogramme, steht ihren Freunden geduldig Rede und Antwort und signiert unzählige Alben ihres Erfolgsalbums Klee.
bin ganz zufrieden. Ich bin, als das Album rausgekommen ist, auf Platz 1 in die Charts eingestiegen. Bin jetzt als Album des Jahres zum Amadeus nominiert. Also recht viel mehr kann man sich nicht wünschen. Und was jetzt noch kommt, wird man dann sehen. Regina Mallinger, eine junge, hübsche und sehr sympathische Frau, die als Ina Regen auf dem Weg zu einer ganz großen in der harten Musikbranche ist. So sahen etwa ihren Auftritt bei der Helene Fischer Weihnachtsshow zig Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum. Und damit ist die Galsbacherin wohl die beste Botschafterin für unsere wunderschöne Region. Und wenn man die Begeisterung der Besucher beim und nach ihrem Heimspiel in Christkirchen gesehen hat, dann ist das wohl erst der Anfang einer never-ending Erfolgsstory.